Moin, ihr Sizzler! Heute passiert etwas, das nennen wir Game Changer. Das hat die Grillwelt noch nicht gesehen. Okay, einige haben es schon gesehen und die Amis haben es uns vorgemacht. Was genau es ist, verraten wir nicht weiter, aber wünschen euch natürlich viel Spaß. So Leute, dass das, was jetzt kommt, nichts mehr mit Kräuterbutter zu tun hat, müsste eigentlich jedem klar sein, der den Titel gelesen hat, ja, von dem Video. Also so richtig verheimlichen kann man es ja nicht, aber zieht euch bitte rein, was wir hier vor uns haben. Wir haben nämlich hier Burger liegen. Die Hauptzutaten quasi. Und zwar, das hier sind die Hauptzutaten für unsere, ich will es mal Burger-Butter nennen. Burger. Wir machen ja drei verschiedene quasi. Ey, wir machen es wie folgt. Wenn ihr einen geilen Namen habt für das, was wir jetzt hier bauen, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein und den coolsten Namen, den pinnen wir an. Ja. Kurz als Gewinner. Information, wir haben es schon mal gefunden, auch bei YouTube, im Englischen wird es Compound Butter genannt, also irgendwie eine Verbundbutter. Ja. Klingt auf Deutsch irgendwie nicht so cool. Übrigens kann ich auch noch mal anmerken an der Stelle, wir haben das gesehen bei uns auf Facebook in der Sizzle Crew, ich bin ein Hashtag Sizzler in der Gruppe, da hat es ein fleißiger Facebook-Nutzer in unserer Gruppe gepostet, als er es mal nachgemacht hat. Herzliche Grüße an dich, du wirst dich angesprochen fühlen. Genau, das hat uns so angefixt, wir haben gedacht, das ist der neue heiße Scheiß. Das ist es. Und das müssen wir ausprobieren. Also entweder passiert gleich Folgendes, es floppt total und schmeckt überhaupt nicht. Oder kann wir haben hier vorstellen. Gleich was auf dem Teller, was den Grillmarkt revolutionieren wird im besten Fall. Womit fangen wir eigentlich an? Wir haben ja drei verschiedene. Wir haben hier drei Burger von einem großen Hersteller, der Burger macht. Ja, die der Burgerkönig könnte man ihn nennen. Genau. Ja. Und wir haben hier einen Whopper mit Käse, einen Big King. Und ein Chili-Cheeseburger, richtig? Ja, so ist es. Ich mache jetzt Folgendes. Plan ist wie folgt. Burger nehmen, halbieren, gucken, was drin ist. Danach eine Butter nehmen. Ich habe einfach irgendeine Butter genommen. Schon ein bisschen weich werden lassen, dass sie sich gut verarbeiten lässt. Dann wird diese Butter quasi hier in so ein kleines Stück abgeschnitten. Ich denke mal, wir nehmen so ein Viertel ungefähr davon. Ja, würde ich sagen. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben es ja selber noch nie gemacht. Ich muss mal ein Mikro das Ganze so. Geht hier in diesen Schredder rein und wird dann zu einer Butter verarbeitet. Was für eine Butter das ist, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem hier. Komm, machen wir mal mit dem Whopper. Haben wir heute Morgen gekauft. Und sind also schon ein bisschen älter. Wir wollen ja auch wissen, was für Zutaten drin sind. Ne? Ich halbiere den mal. Mhm. Wir machen also immer einen halben Burger zur Butter. Ja, komm. Genau, schneiden wir auf. Das Gute ist, wenn die kalt sind, lassen die sich sehr gut schneiden. Und was sehen wir hier? Schönes Form Hackfleisch will ich es mal nennen. Tomate. Salat, Eisbergsalat, ein bisschen Gurke ist drauf. Ich reihe die mal hier so auf, dann kann man das machen. Irgendeine helle Soße, Ketchup ist drauf. Ja, ich glaube, das war's schon. Viel mehr ist hier nicht drauf auf dem Whopper. Was haben wir hier? Das ist der Big King. Genau. Da haben wir eine geile Soße, doppeltes Patty, Salat, Gurken. Ah ja. Riecht wie immer ganz lecker. Sehr ähnlich wie der Whopper, ne? Aber hier, guck mal, hier haben wir noch Tomaten und so mit drauf. Das ist der Chili Cheese. Den kenne ich. Patty, Brötchen, Jalapenos und so eine Chili-Cheese-Soße. Und es ist scharf. Hm? Der hat voll. Du bist echt ein Weichei, ne? Hashtag Weichei für Hannes an der Stelle, bitte. Danke. Gut. Küchenmaschine ist vorbereitet. Schreddern wir jetzt eigentlich erst nur den Burger und dann Butter rein oder machen wir beides gleichzeitig und gib ihm? Hab ich auch gerade überlegt. Komm, wir machen erst den Burger rein. Versuchen wir mal. Das ist auch spektakulärer für euch. Also an der Stelle übrigens wird übrigens auch hier oben im Zweifel so eine Öffnung, ne? Ja, da passt man Burger nicht durch. Hm? Also wirklich, also Johannes. Jetzt hörst du auch mal auf, ja? Jetzt ist schon spannend genug jetzt. Okay. Gut. Also an der Stelle wird wahrscheinlich 70% der Zuschauer werden jetzt sagen, mach es endlich rein und zeig mir, was rauskommt. Und 30% sagen, die Jungs haben nicht mehr Latten am Zaun. Ja, ihr habt einen an der Waffe. Gut, also hier ist der Burger. Whopper, ne? Whopper mit Käse. Genau, Whopper mit Käse. Geht jetzt hier rein. Wir bauen hier aus 800 Kilokalorien dann mit Butter ungefähr 8000, ne? So, ich stelle ein, Stufe. Mach mal Vollgas ab und geht's. Gib ihm. Das ist so bekloppt. Das ist so bekloppt. Muss ja auch schön weich werden. Will mal gucken, wie sieht's denn jetzt aus? Also, dieser Whopper. Ja, ich meine. So, ich zeig euch mal ganz kurz von der Konsistenz. Riecht also, es riecht lecker. Komplett nach Burger. Ich sag mal so, darf man das eigentlich sagen? Es gibt ja so für etwas ältere Menschen die Möglichkeit. Ja, also, probiert. Genau, wenn man das nicht mehr richtig essen könnte, dann könnte man es auf die Art und Weise noch essen.
ohne dass jetzt irgendwie, dass es einen falschen Hals kommt. Also ich sag mal, es sieht halt nicht so appetitlich aus, aber ja. Okay. Jetzt kommt noch die Butter dazu. Ich habe keine Ahnung, wie viel man nimmt. Ich will jetzt mal eine Viertel Butter nehmen. Mach mal eine Viertel erstmal rein und wenn es zu wenig ist, machen wir halt mehr rein. Oder mach eine Drittel, komm. Mach eine Drittel, wir sind nicht so geizig heute. Ja, so ist das recht. War schon immer gut im Drittel. Eben. So. Drittel. Und Häcksler wieder an den Deckel erst drauf. Oh Gott. Ich halte es kaum aus, ey. Wenn das läuft. Achtung, los geht's. Das ist so bekloppt. Aber die Butter ist da nur oben drauf, ne? Ja, meine Frau. Ah, jetzt. Aha. Aha. Ey, ist unglaublich. Ich würde die Menge von Butter war perfekt. Ausrissing. Ey, wie geil ist das denn? So, Leute. Hier ist sie. Du kannst auch nicht jetzt schon probieren. Guck mal, die Buttermenge. Halt deinen Maul, Alter. Ich raste aus. Das ist das Beklopptes, was wir bisher in einem Video verfilmt haben. Das ist ein Gamechanger und das Ganze ohne Grill. Leck mich am Arsch. Hier, komm. Man braucht ja ab und zu mal eine Grillbeilage, weißt du? Und das ist einfach der Punkt. So, dann packe ich hier mal ein bisschen was von unserer leckeren Whopper-Butter rein. Genau. Bobby, was ist los? Hast schon einen roten Kopf voller, ne? Weil du auch denkst, was soll der Scheiß hier? So, und jetzt zeigen wir euch noch, wie man die, der Name ist noch nicht bekannt. Burger-Butter? Ja, keine Ahnung. Compound-Butter. Oh, this awesome Compound-Butter. Yes. Hier, schneid mal bitte hier so einen Vogel ab. Also, wer auch immer sich das ursprünglich ausgedacht hat. Schneid mich mal hier ab, du. Das ist übrigens stinknormale Frischhaltefolie und irgendwie wollen wir daraus jetzt so ein Röllchen machen. So eine klassische Kräuterbutterrolle. Geil, ja, Hammer. So. Zack. Zieh ihn mal hier hin, dann sieht man es glaube ich nicht. Ja, stimmt. So Leute. Ich mach das mal eben. Übrigens, Corby ist heute seit längerer Zeit mal wieder Kamerajunge. Ich hoffe, er macht geile Aufnahmen. Wenn euch die Aufnahmen von Corby auch gefallen, dürft ihr das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst es, Hashtag Team Corby, wie immer. Hashtag Team Corby. So, ja. Also man rollt das, glaube ich, so ein. Ja, und jetzt nur noch die Enden so aufzwirbeln und dann... Yes, sir. Zack. Leute, ich habe früher schon Kräuterbutter gemacht. Das war der absolute Wahnsinn. Ja, fertig. So, und jetzt habe ich hier original Whopper-Butter. Whopper-Butter. Und ich würde sagen, damit es nicht zu langweilig wird, wir machen jetzt die Big King-Butter und die Chili-Cheese-Butter auch noch fertig. Das Ganze seht ihr jetzt in ein paar coolen Bildern. Genau, und übrigens, halt, eine Sache. Ja. Das Ganze muss natürlich ein Kühlschrank wandern, normalerweise. Genau. Ja, wir probieren das, die aber warm ruhig. Ja, wollte gerade sagen, das probieren wir für euch so. Aber wir packen die jetzt quasi in den Kühlschrank, dann härtet die noch ein bisschen aus und dann kann man damit ganz viele geile Sachen mit Sicherheit machen. Ich sage euch dann am Ende was zu, wenn es mir geschmeckt hat, bevor ich es erzähle. Also, wir machen das fertig und probieren gleich gemeinsam alle drei Butter. Unsere drei Burger, Butter, Compound Butters, was auch immer, sind fertig. Hier haben wir die Whopper Butter, hier haben wir die Big King Butter und hier die Chili Cheese Butter. Und jetzt wollen wir probieren. Ich gebe zu, ich habe die erste Butter ja, habe ich ja schon probiert. Ich noch nicht. Also, und jetzt bin ich sehr gespannt. Komm, ich schmiere uns mal ganz liebevoll hier. Das ist ganz liebevoll, hat er gesagt. Das ist Whopper Butter, Julian. Machst gleich alle oder wie? Ja, logisch. Wir haben die übrigens jetzt immer auch nacheinander gemacht und damit so ein bisschen Vermischung drin. Wer da ganz penibel sein will, macht das natürlich nicht, aber ich glaube, dass... Ich glaube auch nicht, dass jemand sich direkt pauschal mal drei verschiedene Burger-Butter hier, Buttern, Butters, was auch immer baut. So wie wir das jetzt gemacht haben, das ist meins, genau. Und die letzte, Chili Cheese. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob die auch so ein bisschen brennt. Na, hoffentlich. So. Von der Konsistenz her... So ein bisschen wie Fleischkäse, ne? Irgendwie jetzt so im warmen Zustand. Wir haben es schon im Kühlschrank. Okay, also Whopper-Butter war... Whopper. Warte mal, die rote ist Whopper, ne? Ja, ich starte mit Whopper. Ich auch. Ah, weil da Tomate drauf ist. Hm?
Es ist wie Brot essen mit Burger dabei. Das ist der bekloppteste Mist, den ich je gegessen habe. Das Geile ist, durch dieses Schreddern, das trifft ja eigentlich voll den Sinn des Burgers. Der Sinn des Burgers ist es, durch die Stapeln viele Zutaten mit einem Bissen gleichzeitig zu haben. Das haben wir so. Wenn ich jetzt vorstelle, die wird hart und ich mache die auf ein Steak. Ja. Oder ich mache die, auf einen Burger. Burger. Ich mache die auf den Burger. Ich brate darin noch meine Burger-Buns an. Oder meine Patties. Was war das? Big King, ne? Ja, da bin ich gespannt drauf. Die ist noch viel geiler. Big King ist noch viel geiler. Weil der auch mehr Geschmack hat als dieser Whopper, ne? So die Zwiebeln. Oh. Alter, Big King ist ja der Wahnsinn. Das ist schon pervers, ne? Es ist schon pervers. Ey, das war jetzt der Hammer, ne? Ich wette, ich krieg tierische Bauchschmerzen. Ich probiere jetzt die Chili-Cheese-Butter schon mal. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil wenn ich mir mal so einen Burger hole, dann meistens einen Chili-Cheese-Burger. Das mache ich mir als Tipp für Nachos. Ja, ja, was? Mein Favorit. Das ist das Beste überhaupt. Mein Favorit ist gefunden. Eine angenehme Schärfe ist mit bei. Ein leckerer Käsegeschmack. Ich komme mir nicht klar. Ne? Warte mal. Oh! Chili Cheese Butter, das ist der neue heiße Scheiß. Da kann jede Kräuterbutter einpacken. Ach du Heilige. Oh, jetzt mache ich mal einen richtigen Test hier. Ja, das ist der Wahnsinn. Komm. Big King und Chili Cheese Butter. Die ist leer. Die ist gleich leer. Alter, ist das lecker. Also, wir haben heute nicht gegrillt, macht aber nichts, weil pass auf, es ist jetzt, die Grillsaison hat gestartet. Ihr ladet bestimmt demnächst mal ein und sagt, jawohl, bei uns wird gegrillt, kommt alle vorbei auf den Samstag oder auf den Sonntag. Dann macht doch mal zwei so eine Butterdinger hier. Ja. Stellt sie als Kräuterbutter auf den Tisch. Die Gäste werden ausrasten. Leck mir am Ärmel. Es ist ungelogen, einfach nur unfassbar geil. Mach das mal nach. Mir fehlen selten die Worte. Abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig. Wer also jetzt noch nicht abonniert hat, macht's bitte jetzt. Genau. Jetzt sofort. Ne? Habt ihr gehört? Das war sozusagen die Überleitung. Wir wollen das Video jetzt beenden. Ich möchte nämlich noch in Ruhe Kräuterbutter essen. Kräuterbutter. Also, Kräuterbutter, genau. Wer uns noch nicht abonniert hat, darf es gerne nachholen. Ihr dürft auch die Glocke aktivieren. Das dürfen auch alle Abonnenten machen, die es noch nicht gemacht haben. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung, dass so ein geiler Scheiß wieder bei uns rausgekommen ist. Ein neues Video. Und ansonsten... Bitte, gebt ihm einen Daumen nach oben, wenn euch... solche Experimente gefallen und ich kann euch nur sagen, macht es nach, auch wenn es total krank ist. Ich verstehe alle Leute, die sagen, das ist doch, kann man auch nicht machen. Die Amis wissen manchmal, was gut ist und wie gesagt, schreibt den Namen dafür, wie würdet ihr es nennen, in die Kommentare. Schreibt auch rein, wenn es euch nicht gefallen hat, wir sind für alles offen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Chili Cheese Butter. Guck mal, wie bei Whopper Butter. Nein. Hey, ich muss auch noch mal probieren, aber Peking Butter ist tatsächlich mit Chili Cheese mein Favorite. Absolut. Die ist auch nicht schlecht. Die ist auch gut.